Willkommen zurück zu Find Room 96. Heute machen wir das dritte Hotel. Auf geht's. Studieren Sie diesen Raum sorgfältig. So sollte er aussehen. Wenn Sie Anomalien finden, benutzen Sie den Aufzug, auf dem Anomalie bestätigt steht. Ansonsten benutzen Sie den Aufzug, auf dem keine Anomalie steht. Wenn Sie sich auf der Ebene 0 befinden, benutzen Sie immer den Aufzug, auf dem keine Anomalie steht, um zu beginnen. Aktive visuelle Unterstützung im Optionsmenü, um die Identifizierung möglicher Anomalien auf der Ebene 0 zu erleichtern. Der Satz ist wie immer nicht vollständig, aber egal. Wir legen los. Das ist der erste Raum. Wir müssen uns einmal alles angucken. Wir haben hier vorne auf jeden Fall schon mal zwei Lampen, ein Lüftungsgitter und eine Kette, die runterhängt. Oben ist Holz, Teefüllung mit weißen Platten drinne. Dann haben wir hier irgendwelche Griffe. Hier sind auch zwei Lampen mit Kette, ein Garderobenständer. Dann haben wir eine Kommode mit Brettern hinten dran. Dann haben wir eine Lampe, ein Radio und ein Ventilator. Hier auch so eine Stehlampe. Dann haben wir so einen Spalt und da ist eine Schiene drin, wie es aussieht. Dasselbe haben wir, glaube ich, hier drüben dann auch. Ja, auch. Dann haben wir hier auch wieder so eine Kommode, aber diesmal mit Nägeln und zwei Lampen dran. Könnte aber wichtig sein. Da ist auf jeden Fall Nägel drin. Dann haben wir hier eine Lampe mit einem Stuhl. Hier drüben haben wir noch einen Tisch mit einer Kasse und einer Lampe, die eingeschaltet ist. Ein Stuhl mit einem Bild drüber. Ein Bild ohne was drauf, aber ich sag mal Bild dazu. Dann habe ich hier einen Tisch in der Mitte, der ausgeklappt ist an den Seiten mit Eisenverstärkung. Dann habe ich hier zwei Kassen draufstehen und oben drauf steht ein Bild, was nach rechts gekippt ist. Okay. Fußboden, grau, weiß, schwarz. Ist da ein bestimmtes Muster drin, was man wiedererkennen müsste, eventuell? Sehr schwierig, also sehr, sehr, sehr durcheinander. Hier zum Beispiel habe ich ein Dreieck, hier habe ich nur zwei. Da wiederholt sich das Dreieck dann wieder. Ich glaube, das wird so ziemlich schwer werden, das zu sehen. Dann habe ich hier drüben wieder ein Bild oben drüber. Erstmal die Decke. Ich habe hier in der Mitte so einen Holzstreifen, sehe ich gerade. Also ich habe hier die Platten drin und in der Mitte habe ich so einen Holzstreifen. Schon mal wichtig zu wissen. Okay, da habe ich hier einen Tisch mit einer Lampe, die leuchtet und eine Kasse. Oben drüber das Bild. Hier habe ich einen Stuhl, eine Lampe und auch hier wieder wie drüben so eine Nische und da ist aber so ein Raumteiler irgendwie drin mit einer Schiene oben dran. Wahrscheinlich kann man das rausziehen und wird drüben mal so gewesen sein, scheint aber demontiert zu sein, weil das sieht so aus, als dass dieselben Halter sind wie drüben. Also hier ist eine heile Schiene, die geht auch bis drüben rein und da ist auch ein zweiter Raumteiler. Dann habe ich hier einen Garderobenständer. Bilderrahmen, ein auf die Seite gekippter Tisch, eine Kommode und noch so ein Kleiderständer und noch eine Lampe auf dem Fußboden. Also ich finde das jetzt schon sehr, sehr verwirrend, sehr viel und ich bin gespannt, ob ich das so einfach hinkriege. Okay, fangen wir mal an. Kommen jetzt hier rein. Jetzt habe ich hier zwei Lampen oben, das Lüftungsgitter. Meine Platten an der Decke, die Lampen, Garderobenständer, Lampe, Radio und Ventilator. Das ist auch die richtige Reihenfolge, bin ich der Meinung. Hier oben fehlt die Halterung, Kasse und Lampe. Da soll ich auch mal darauf achten, ob das richtig rum ist. Aber ich bin der Meinung, drüben war die Lampe rechts und hier war sie links. Überlegen. Dann habe ich hier in der Mitte den Tisch, der ausgefahren ist. Sind beide Seiten ausgefahren? Ja. Zwei Kassen, Bild, was nach rechts kippt. Das passt auch soweit. Hier habe ich die Kommode, was man das ist, mit den Nägeln drinne und oben und eine Lampe, das passt auch. Stuhl mit der Lampe drüber. Dann die Lampe hier. Hatte die geleuchtet, war die aus? Gute Frage, ne? Das Garderobenständer, Kommode, gekippter Tisch und Bilderrahmen, das war auch richtig. Und noch ein Garderobenständer und da drinne war jetzt der Raumteiler mit der Schiene oben dran. Ah, da oben. Da fehlt ein Lüftungsgitter. Anomalie bestätigen. Jawohl. Ha, ich hab gleich sehen können. Verdammt. Ich guck gleich mal nach dem Lüftungsgitter. Das ist drinne und da drüben auch. Okay. Wo ich mir viel Zeit. Hier für die Kommode. Hier. Okay. Das war einfach. Lüftungsgitter. Kommode ist da. Okay.
So kann man es theoretisch auch machen. Ne? Alles, was man vorher erlebt hat, einfach mal durchgehen und alles nochmal dementsprechend überprüfen. Stuhl hier mit dem Bilderrahmen über der Kasse mit der Lampe rechts. Drüben war die Lampe links. Okay. Der Tisch ist ausgefahren. Und wenn man von hier guckt, haben wir zwei Kassen und der Bilder. Das Bild, was nach rechts gekippt ist. Lampe da ist aus. Hier sind die Nägel drinne. Hier ist das. Drüben war der Raumteiler, ne? Die Raumteiler waren hier drin. Okay, ja. Dann habe ich hier dieses komische Gerät. Lüftungsgitter, hier die Kette, da die Kette, zwei Lampen. Die Reihenfolge stimmt auch. Und das, also ich würde sagen, es ist keine Anomalie. Okay, Glück gehabt. So, ich komme jetzt hier wieder rein. Ich habe hier das Gerät hier. Was auch immer, was ist das für ein Gerät? Craftsman, was ist das? Sieht irgendwie aus, als wenn das irgendwie so. Ist das ein Kolben oder was soll das sein hier? Kaffeemaschine oder irgendwie eine Ölpumpe. Ah, hier sehe ich schon mal was. Ich habe die Ventilator nicht. Also Anomalie. Bestätigt. So. Und hier. Warte mal, das ist doch die Ecke. Da führt das Bild. Okay. Ja. So, und hier jetzt sehe ich gleich eine Mitte, sind zwei Kassen eigentlich. Auch das ist eine Anomalie. Ich habe gesehen, drüber hat es auch gerade grün geleuchtet. Okay. Gut. Mal sehen. Kasse, Lampe rechts war das, Lampe links, genau. Den Raumteiler, Bilderrahmen, Tisch, Kommode. Die Lampe ist aus. Die beiden Kleiderständer. Lüftungsgitter, Raumteiler in beiden drinnen. Waren die immer schon so weit vorne? Oder waren die weiter hinten? Verdammt. Kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern. Sind die weiter vorne? Ich gehe erstmal weiter durch. Stuhl mit Lampe und hier sind wieder die Nägel drin in der Kommode. Da ist nichts drin. Da, Lüftung fehlt. Okay, also ist das andere in Ordnung. Da fehlt die Lüftung oben. So, nochmal schauen. Hier ist die Kasse. Also die stimmt auf jeden Fall von der Entfernung. Das sah irgendwie nur ein bisschen anders aus. Garderobenständer, Bild, Tisch, Kommode und den Garderobenständer. Tisch ist ausgefahren. Bild nach rechts gekippt. Ich hoffe, dass die nicht irgendwie unterschiedlich obendrauf aussehen, dass man das sehen muss. Dann wird es dann noch schwerer. Lampe links ist eingeschaltet. Ventilator, Radio und die Lampe. Kette, zwei Lampen, hier das gleiche auch. Ich würde mal behaupten, dass das so in Ordnung ist. Ist ja schön. So. Neuer Raum kann man ja gar nicht sagen. Ist ja immer derselbe Raum. Ne? Also ist auch irgendwie kein Hotel. Was mich schon irritiert ist, das ist ein Raum, aber es ist ja kein Hotel mehr. Warum hat man denn nicht wieder so einen Gang gemacht wie bei den ersten und zweiten? Das ist ja wie ein bisschen. Bisschen blöd finde ich das. Also ich fand das eigentlich ganz cool, dass das eben so ein Gang war und dass beim zweiten Mal eben der Aufzug auf der anderen Seite war, weil das einfach was anderes ist dann. Das ist richtig. Garderobenständer, Kommode, der Tisch. Da sind auch die Raumteiler drinne. Ich würde sagen, hier ist nichts. Oh, Mist, er was nicht gesehen. Verdammt, was war das? Ja, ich weiß, ich musste mal zurücklaufen. Okay, hier steht der Stuhl davor, das kann ich hinhauen. Da stand niemals vor der Öffnung, bin ich der Meinung. Ja. Manchmal sieht man Sachen sofort. Jetzt komme ich hier wieder rein. Das ist auch die bessere Sicht, weil hier kam ich ja zuerst rein. Das ist ja für mich viel einfacher. Und dann hast du das Problem jetzt, wenn du von der Seite kommst, das war eben ein anderes Stockwerk auch. Du guckst einfach von der anderen Seite und nimmst das wieder ganz anders wahr. Garderobenständer, Bild, Tisch, Kommode, Garderobenständer, ausgeschaltet. Lampe, Tisch, Lampe, Kommode mit Nägeln, zwei Lampen dran. Der Gang ist frei. Hier ist dieser Automat, Kette, die beiden Lampen. Hier drüben dasselbe nochmal. Lampe, Radio, Ventilator und hier für die Kasse. Okay, hätte auch gleich sehen können, verdammt.
Er hat hier auch nur 7 Minuten 30 Zeit, sehe ich gerade, als Schlagzeit, um das zu schaffen. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt. Kann man dann irgendwie noch ein weiteres Hotel runterladen? Wie ist es aufgebaut? Oder, oh, hier ist Anomalie. Für die Kasse in der Mitte. Nämlich schon verquatscht. Oh, ich schaffe das eh zeitlich nicht mal. 30 Sekunden werde ich nicht schaffen. Okay, versuchen wir nachher wieder so einen Speedrun zu machen. Das stimmt soweit. Das ist okay. Kasse ist natürlich jetzt von der Seite zu sehen. Tisch ist ausgefahren. Stuhl oder Lampe. War hier noch was zwischen? Ne, ich glaube nicht, das passt schon. Dann ist das hier. Die Reihenfolge stimmt. Das stimmt soweit. Der Stuhl ist wieder verkehrt, ne? Der darf doch da gar nicht sein. Da muss er auf der rechten Seite stehen. Sehr gut. So, nächster Raum. Dann die Bilder, die Kasse mit der Lampe, die beiden Kassen. Das auch wieder Garderobenständer, Bild, Tisch, Kommode und Garderobenständer. Das stimmt. Ist irgendwie an der Decke mal was anderes. Vorhin habe ich das nicht gesehen, was da war. So eine Anomalie, die ich so nicht erkenne, ist natürlich schon mal ätzend, weil man dann nicht mal weiß, da oben, da fehlt, das hilft uns Gitter. Dann weiß man ja nicht, am Ende nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ne? Es wird dir ja nicht angezeigt, was du übersehen hast. Lüftungsgitter, das ist eben auch drin. Ne? Da habe ich hier für die Kommode. Muss man verdammt aufpassen, dass du richtig in den Gang reinläufst. Kommen wir jetzt hier raus. Hier ist der Stuhl, die beiden Bilder. Das sieht auch gut aus soweit. Garderobenständer, die Decke. Sieht auch gut aus. Hier habe ich die Maschine, Lampe, Kette, die beiden Lampen mit dem Nagelbrett dahinter. Die Reihenfolge hier stimmt. Dafür die Kasse schon wieder. Das habe ich das schon gehabt. So. Na, vielleicht schaffen wir es ja mal gucken. Das ist in Ordnung. Das scheint in Ordnung zu sein. Das sieht auch gut aus. Decke, mal gucken. Dann bin ich hier. Scheint auch in Ordnung zu sein. Hier auch. Und jetzt habe ich wieder Lampe, Radio, Ventilator, Kasse. Das sieht soweit jetzt für mich okay aus. Ich hoffe mal, dass das auch wirklich so stimmt. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier wieder rein. Sehen wir erst mit meinen Kassen mit dem Bild. Das ist das erste, was mir auffällt. Lampe, Radio, Ventilator. Schacht ist leer. Die Lampe. Ja, die war da vorher auch. Hier ist das. Und das ist die Lampe auch. Es ist ja gleichmäßig, ne, aufgebaut. Dann habe ich hier auch die Geschichte. Raumteiler. Irgendwie. Auch schwer zu sagen. Ist irgendwas anders? Ich würde sagen, nein, aber. Boah, ich sag mal keine. Sehr schön. Puh. Das Lüftungsgitter sind drin, aber das wäre das erste, was man sehen könnte. Die Reihenfolge hier stimmt auch. Nämlich müssen wir mal schneller werden mit dem Gucken. Ich komme jetzt von der Nicht-Anomalie, genau. Das heißt, das passt, weil das Bild nach rechts gekippt ist. Hier fehlt das Bild, das an den Tisch rangestellt ist. Sehr gut. So. Das ist auch richtig, das ist richtig. Das ist jetzt natürlich wieder von der anderen Seite, aber ich habe hier das Bild wieder vor, was eben gefehlt hat. Hier habe ich die beiden Lampen mit den Nägeln, die Lampe, der Stuhl. Hier habe ich das, die Reihenfolge stimmt, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, der Tisch ist ausgeklappt auf beiden Seiten. Die Lampe ist da aus. Ich würde sagen, keine. Nein, wieder von vorne. Was war das? Ich sehe das nicht. Verdammt. So, nochmal. Hier ist schon mal verkehrt. Da ist der Ventilator nicht dabei. Da ist die Lampe. Jetzt gehe ich hier rein. Da fehlt das Lüftungsgitter. Das war schon mal einfach. Wie viel machst du denn nochmal schaffen eigentlich? Lüftungsgitter ist da. Lüftungsgitter ist da. Das ist vorhanden. Das ist auch in Ordnung. Ist auch ausgeklappter Tisch, genau. Hier ist die richtige Reihenfolge.
Mit der Kette. Hier habe ich das. Ist keine Anomalie. Aber wieder verkehrt. Ich sehe das nicht. Was ist das Problem? Hä? Was ist denn jetzt los? Okay. Hä? Ich muss doch hier mal rein. Hallo? Sie, was steht da? Zeitziel nicht erreicht. Sie konnten. Können immer noch spielen, um zu üben, aber die Veränderung des Spiels jetzt wird nicht. Ja, okay, ist mir schon klar, dass es nicht zu Ende geht. Aber wieso ist jetzt nicht darum reingehe, weil ich. Ist das jetzt spiegelverkehrt, verdammt? Ist das ein Bug? Muss ein Bug sein. Das kann da gar nicht sein. Ey, das kann doch. Ey, da will ich mal gucken. Ich habe Anomalie, jetzt müsste ich halt reingehen. Bestätigt. Jetzt hat er das gemacht, okay. Hä? Den habe ich eben nicht verstanden. Das verstehe ich jetzt ein wenig. Mal schauen. Das ist soweit in Ordnung. Die Reihenfolge stimmt. Da ist jetzt zwar da drinne. Ich würde sagen, wir schauen mal. Sehr gut. Ich muss da schon ganz knapp davor gewesen sein. Ey. Da ist jetzt zwar da drinne. Lüftungsgitter sind da. Das passt. Darfst die Lampe nehmen. Die Sachen sind alle vorhanden, vernünftig. Raumteile sind da. Keine Anomalie. Und rot. Okay. Ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Jetzt macht das wieder richtig rum. Da muss er eben irgendwas im falschen Hals gekriegt haben. Das kann ja nicht sein. Reihenfolge stimmt. Könnte auch die Farbe sich ändern? War das immer schon blau beim Ventilator? Oh, verdammt. Wahrscheinlich schon. Das ist immer, das habe ich bei jedem Spiel dieser Art. Ich gucke das 10.000 Mal an und am Ende frage ich mich, war das schon immer so? Geht euch das ähnlich? Wäre mal interessant zu wissen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, keine Anomalie. Sehr schön. Da ist Anomalie, weil die Kasse in der Mitte fehlt. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich mal ein paar Sachen kriege, die ich schon kenne. Dass wir das ein bisschen beschleunigen können hier. Schwierig, schwierig. So, das passt, das passt, das passt, das passt alles. Würde ich sagen. Es sieht alles so aus, wie es soll. Keine Anomalie. Sehr gut. Das Lüftungsgitter fehlt, also Anomalie bestätigen. Habe ich. So, hier mal gucken. Dafür die Kommode, Anomalie bestätigen. Wir müssen echt schneller werden, weil sonst schaffe ich den Speedrun nicht. Meine Zeit schaffe ich jetzt ja hier sowieso nicht mehr, aber wenn ich das danach nochmal schneller machen will, muss ich mir ziemlich sicher sein, dass ich so gut wie alle Anomalien kenne, weil sonst drehe ich mich im Kreis. Also ich würde sagen, es ist keine. Vielleicht möchte ich es einmal geschafft haben, bevor ich denn das auf die Schnelle mache. Da ist der Stuhl, Anomalie. Das steht da genau vor der Öffnung, das darf er nicht. So, da Lüftungsgitter, Anomalie bestätigt. Das stimmt soweit. Raumteiler, Raumteiler. Der Stuhl steht richtig. Hier haben wir es auch an der Decke verschieden. Hier läuft das Schienensystem durch. Hier drüben, das ist verkehrt. Anomalie bestätigt. Da ist nämlich kein Lüfter, sondern kein Ventilator, sondern eine Lampe. So. Wenn man macht man das Beschlaf. Und dann wundert man sich, oh, ich habe es geschafft. Irgendwann. oder man rennt ständig im Kreis und kommt nicht weiter. Das mit den Nägeln ist ja klar. Hier passt das auch von rein. Hier ist die Kasse. Und Anomalie bestätigt. Aber das muss ich schneller sehen. Da in der Mitte Anomalie bestätigen. Kann ich gleich wieder kurz reinlaufen. Sehr gut. Und da ist die Tür. Geschafft. Okay. Puh. Also es war schwer. Also ich finde so ein Raum, so ein Einzelraum mit so viel Details, so viel Zeug drin, was sich ändern kann. Ich habe ja auch immer noch ein oder zweimal was nicht gesehen. Wo ich mir überhaupt nicht mehr sicher bin, was könnte das denn sein? Also ist mir noch sehr unklar.
Ich versuche das jetzt mal schnell zu machen. Mal gucken, was passiert, wenn wir das schnell durchspielen. Ob wir denn davon irgendwas haben. 7 Minuten 30 habe ich Zeit. Muss also schneller gehen. Ich muss gucken. Die Lampe, das ist da. Das passt zu einer Reihenfolge. Das passt zu einer Reihenfolge. Das passt auch. Raumteiler ist da. Raumteiler da. Lampe. Ich würde sagen, keine Anomalie. Mal schauen. Sehr gut. Gib mir was Leichtes. Komm, Lüftung oder so. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das passt auch von der Reihenfolge. Das passt auch von der Reihenfolge. Hier ist alles da. Aber das ist schon wieder zweimal hintereinander, ist schon wieder sehr merkwürdig. Meistens haut das nicht hin. Das ist ja auch eine Reihe mehr, ne? Kann das sein, dass da nicht mal mittig sitzt? Aber eigentlich passt das. Ich würde sagen, es passt. Ich habe nicht so viel Zeit. Ah, oh, verkehrt. Ich habe es nicht gesehen. Woran lag es? Ich verstehe es nicht. Woran lag es? Und ich habe eine Minute verloren. Das ist doof. Schneller gehen. Ich muss schneller sein. Aber wenn ich sowas nicht sehe, was soll ich denn machen? Ich sehe keine. Sehr gut. Stuhl davor, Anomalie. Zack. Gib mir noch mal ein paar Sachen, die ich kenne und gleich erkenne. Da freue ich mich. Da drüben für die Kasse. Sehr gut. Schneller werden. Das passt, das passt. Auch wenn man riskiert, dass man es wiederholen muss. Da oben Lüftungsgitter. Hätte ich auch direkt von drüben sehen können. Bestätigt. Lieber einmal mehr gucken, als wenn ich nachher falsch rauslaufe. Lüftungsgitter ist drin, Raumteiler passt, das passt. Das passt hier auch. Eine Decke, irgendwas vielleicht nicht richtig geschlossen. Die Nägel sind drin. Das passt, das passt, das passt. Der Ventilator, die Reihenfolge stimmt. Die Ketten sind da. Keine. Bitte, bitte, bitte. Oh, puh. Okay. Was habe ich hier? Das stimmt soweit. Da drüben fehlt das Bild. Da, da fehlt das Bild. Bestätigt. So. Hier wird die Kommode bestätigen. Habe ich das auch? Das stimmt. Die Kasse stimmt. Das müsste soweit stimmen. An der Decke alles soweit okay. Sieht auch so aus. Raumteile sind beide da. Dann habe ich hier einen Stuhl, Kommode, das hier oben dran. Hier die Reihenfolge stimmt auch. Und ja, es ist immer blau am Ventilator. Das passt jetzt schon soweit. Also keine. Bitte, 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 bitte. Boah. So, nächster Raum. Sehe ich irgendwas auf Anhieb? Da falsche Lampe, Anomalie. Da fehlt der Ventilator. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Sehe ich irgendwas auf Anhieb? Das ist okay. Das passt auch. Die Reihenfolge stimmt. Die Lampen sind an der richtigen Stelle. Die Kanäle sind beide leer. Der kippt nach rechts. Tisch ist ausgeklappt. Ich würde sagen, keine Anomalie. Bitte, bitte, bitte. Ja. So. Irgendwas Auffälliges. Lüftungsgitter sind drinnen. Die Reihenfolge stimmt. Hier ist der Stuhl. Die Kasse, Tisch ist ausgeklappt. Kommode. Raumteiler. Hier auch. Da auch. Irgendwas am Fußboden. Das Bild ist natürlich richtig umgekippt, weil ich von hier gucken muss. Ich würde sagen, es ist keine. Puh, hoffe, hoffe, hoffe ich. Ja, sehr gut. So, nächster Raum. Sehe ich irgendwas? Da ist die Tür. Wo ist die Tür? Ich habe es geschafft. Yes! So, jetzt haben wir das geschafft. Können wir jetzt noch irgendwas machen? Ebene. Jetzt habe ich hier. Es gibt keinen vierten Raum. Kommt der nochmal nach irgendwann? Wird das Spiel immer noch erweitert? Weil ich habe es ja jetzt geschafft. Ich habe alle geschafft. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob die anderen nochmal schwerer werden. Aber ich glaube, die haben das Spiel jetzt durchgespielt.
Oh, jetzt doch schneller als gedacht. Aber ja, also das Spiel macht euch Spaß. Kann man sich gerne mal antun. Ist auch nicht teuer. Also schaut euch das an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Betax. Ciao, ciao.